Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar habe ich hier die Look Fantastic Beauty Chest. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich weiß, mein Augenlook passt überhaupt nicht zu meinem generellen, was ich anhabe, aber es ist egal. Ich habe irgendwie Bock gehabt, mir einen Weihnachtspulli heute anzuziehen und gleichzeitig mir einen bunten Look zu schminken. Manchmal ist das Leben ein bisschen merkwürdig, aber so bin ich halt und ich genieße es in vollen Zügen. Auf jeden Fall habe ich heute für euch hier die Look Fantastic Beauty Chest. Die, oh mein Gott, es ist ja gerade hier Black Friday gewesen und so, ne? Krass. Also die war ursprünglich bei 120 Euro, hat die gelegen. Ich habe sie für, ich glaube, 92 oder so gekauft, als hier Black Friday Week bla 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 war. Und letztendlich war sie, glaube ich, genau hier habe ich mir nochmal ein Bild aufgerufen. 72 Euro war quasi das günstigste, was die gekostet hat. Wahnsinn. 450 Euro Warenwert sollen drin enthalten sein. Und ich finde es immer ganz interessant, so Richtung Weihnachtszeit hat Look Fantastic auch richtig, also die haben übers ganze Jahr immer ziemlich geile Limited Editions. Und ja, die Beauty Chest ist immer für mich eine ganz coole Geschichte. Genauso auch vielleicht Richtung Nikolaus kommen diese Socken, diese Strümpfe noch raus. Mal gucken. Da ist immer ein schöner Wert mit dabei. Und ja. Hübsch, ne? Kannst du auch super weiterverwenden. Das finde ich immer ganz nice. Und ja, so als Geschenkbox. So ist es, wenn man halt reinguckt. Da sind schon direkt ein paar Produkte. Und hier unten ist auch noch eine Schublade. Da sind auch noch Produkte. Normalerweise habe ich auch eine Kooperation mit Look Fantastic. Die habe ich mir jetzt aber so einfach mal mit meinen Look Fantastic Points gekauft. Ihr könnt ja immer gerne meinen Freunde werben Freunde-Code nutzen, den ich euch ja auch in die Infobox immer bei den Look Fantastic Unboxings mit reinschreibe. Und da bekommt ihr dann die Box auch ein bisschen günstiger. Und ich sammle da dann auch immer Points. Das heißt, ich bekomme dadurch kein Geld ausbezahlt oder so, sondern ich kann da sammeln, dass ich dann zum Beispiel solche Editionen im Online-Shop kaufen kann. Schade Schokolade. Gestern war sie tatsächlich noch nicht ausverkauft. Heute ist sie ausverkauft. Das ist ein bisschen blöd. Aber es gibt, wie gesagt, bei Look Fantastic immer wieder tolle Angebote. Jetzt laber ich schon wieder so rum. Wir gucken mal rein. Ne? Normalerweise ist es halt so eine Box, die man so, keine Ahnung, zu Weihnachten verschenkt oder wenn man es ganz fett haben will, zu Nikolaus. Ne? Aber es ist eher etwas, was man so zu Weihnachten verschenkt, weil ja, eigentlich 120 Tacken macht man nicht mal eben so als Nikolausgeschenk, meine Meinung. Aber gut, wir gucken zuallererst mal in die obere Etage rein und weiß ich nicht, wo ich die hinstellen soll. Soll ich die hier in den Hintergrund stellen? Wollt ihr euch das angucken? Da muss ich mich aber immer so verdrehen. Erwin steht gerade neben mir, weil ich... Ach, ich stelle dich hier auf den Tisch. Was soll der falsche Kalender? genau, weil ich wollte nachher tatsächlich noch ein paar Adventskalender abdrehen. Ja, es kommen im Dezember noch weiter welche. Ja, aber jetzt... weiß ich nicht, für normales Unboxing. Nee, komm, machen wir so. Hier habe ich zuallererst etwas von Elemis und zwar die Pro Collagen Eye Revive Mask. Also von Elemis haben wir immer mal wieder auch sackenteure Gesichtscremes drin und hier haben wir tatsächlich sogar eine Augencreme mit 15 Millilitern drin, beziehungsweise Maske. Ich würde mir so eine Augenmaske abends aufgeben, bevor ich schlafen gehe und die dann über Nacht einfach einwirken lassen. Ne? Und jo, dann halt morgens das Gesicht reinigen und dann auch direkt die Augenpartie reinigen. So würde ich persönlich eine Augenmaske verwenden. Also klopper schon mal, dass wir hier von Elemis eine Augenmaske mit drin haben. Das wird kein günstiges Produkt sein. Dann habe ich hier noch was. Hammer. Also auch Eflom ist eine teure Marke. Cleansing Oil Capsules Travel Case. 14 x 1,25 Milliliter. Und ja, das sind wohl irgendwelche Ampüllchen oder sowas. Also so Drops. Die hat man ja öfters mal, wenn man zum Beispiel... Wer hat das denn noch? The Shams, ne? Die haben doch auch diese Drops-Viecher. Und, ja, Cleansing Oil Capsules. Warum denn Cleansing? Was machst du denn sauber? Reisedose für Reinigungsöl. Ach, Reinigungsöl. Und das ist, nee. Ja, aber da ist eine Reisedose mit dabei. Und dann haben wir auch noch die Viecher damit bei. Okay, eine kompakte, nachfüllbare Transportdose. Die Kapseln sind zu 100% biologisch abbaubar. Oberes Kapselende. Durchdrehen, entfernen, ja, das Öl herausdrücken und auf die trockenen Fingerkuppen verteilen. Nur für die äußere Anwendung, bei Erwachsenen bestimmt nicht schlucken. Mhm. Ja, und damit kann man sich dann abschminken. Das finde ich irgendwie cool, weil wenn man theoretisch so in Urlaub fährt, ich mag das ja auch ganz gerne mit dem Double Cleansing und so, ne? Dann hast du halt diese Kapseln dabei und hast halt nicht diese große Flasche oder so und das fühlt sich halt auch recht leicht an. Hier hätte man dann wirklich für 14 Tage auch eine Gesichtsreinigung mit dabei. Ich finde das ganz cool. Zum Make-up entfernen, dann hast du auch immer eine kleine Portion, womit du das dann runternehmen kannst.
Finde ich sehr, sehr praktisch. Wirklich. Und jetzt so über die Feiertage. Gut, Corona, Capone macht uns da ja auch einen kleinen Strich durch die Rechnung. Aber in der Theorie ist es ja auch so, dass man ja über die Feiertage dann zu der Familie fahren würde, ne? Und wenn ich dann so einen Augenlook habe, muss ich mir den natürlich abends abschminken. Und da wird mir das mega helfen. Ich habe natürlich das Glück, meine Familie wohnt hier überall nah bei. Aber ja, ne? Also meine Familie, die in Berlin wohnt, kommt dann quasi von Berlin hierhin. Ja, okay, weil hier das Zentrum des Wahnsinns halt ist. Das nächste Produkt ist auch so ein Klopper. Und zwar habe ich hier von Hourglass einfach mal ein Puder mit dabei. Translucent Setting Powder. Ach so, ich habe hier gerade vor mir nämlich meinen Full-Face Beauty-Boxen aufgebaut. Und da ich jetzt ja im November noch diese Beauty-Chest abdrehe, könnte ich das ja in meinen Full-Face Beauty-Boxen... Gut, dass ich das nicht heute abgedreht habe, weil das war eigentlich mein Plan. Und heute habe ich meine Adventskalender-Verteilaktion gemacht, ne? So, dann kann ich das nämlich auch dann mit reinnehmen. Translucent Setting Powder, richtig cool. Ich meine, dass ich das aber schon habe. 2 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist ein Puder, weil ich meine, dass ich das... Nee, ich hatte einen Blush in einem Adventskalender. Muss ich nochmal durch meine Sammlung stöbern, denn das habe ich alles in der Excel-Tabelle und nicht in meinem Brain. Aber ich glaube, oder habe ich das schon mal gehabt und dann leer gemacht? Das kommt mir nämlich gerade so bekannt vor, ne? Finde ich echt cool, weil ich meine, hatten wir das nicht letztes Jahr im Sephora Love Brands Rampampam Adventskalender drin? Ja, ich muss nochmal gucken, ansonsten wird das hier auf jeden Fall dann morgen in Anwendung kommen, denn dann schminke ich mich morgen mit diesen Sachen. Auch das hier habe ich in meinem Backup, werde ich dann aber auch in meinen Full-Face Beauty-Boxen verwenden als Pflege von bei Terry Baum de Rose. Das ist so ein Lippenpflegebalsam, also quasi, ja, Liquid-Gedönsen. Ich muss mal gucken, wie viel Gramm da drin sind. Ich glaube aber, dass das irgendwie eine halbe Größe von einer Full-Size ist oder sowas. Super pflegend, mag ich sehr gerne und hat auch so einen leichten... ja, Gloss-Effekt. Also das ist nicht nur reine Lippenpflege, dass du den Lippenpflegestift drauf machst und fertig ist die Laube, sondern das ist halt so ähnlich wie hier von Catrice. Den habe ich aktuell in Anwendung, Clean ID Protecting Lip Serum. Ne? Das mache ich mir zum Beispiel jetzt immer drauf, wenn ich meine, wenn ich mich so schminke. Man sieht, da habe ich nur noch hier unten ein bisschen was drin. Ich mag den sehr, sehr gerne. Und das würde ich tatsächlich als, also quasi das Catrice-Gedönsen, als Dupe zu dem hier bezeichnen. Nur mal so, falls ihr das haben wollt und ein günstiger, ne? Catrice Clear, die gönnt euch hart. Dann habe ich hier von Aurelia Cell Revitalize Night Moisturizer 30ml. Eine Rich Probiotic Night Cream. Okay, mit Shea, Avocado und Protida. Was auch immer Protida ist. Scheint was Teures zu sein. Denn das steht da ganz weit vorne und ist ein Trademark. Okay. Ist eine Glas, ja, Dose, nicht, Flakon, nicht, wie heißt das? Pot? Glaspot. Ja, schön, finde ich auf jeden Fall ansprechend. Ich meine, dass Aurelia, ich da nicht mal ein Gesichtsöl von oder so, dass es so ein bisschen kräuterig war, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, das kannst du einfach als Nachtcreme verwenden. Cruelty-free, das finde ich immer nett. Und es wirkt halt sehr hochwertig, dadurch, dass wir das aus Glas haben, ne? Qualitätsvermutungseffekt ist da einfach ganz hart am Start. Dann habe ich hier noch was drin und zwar von Mauli Grow Strong Brow Oil. Oh, was ein Oschi. Argan Oil, Amla, kenne ich nicht. Brahmi, kenne ich nicht. Jasmin und Sandelholz, kenne ich. 10ml haben wir hier drin. Ich verwende ja auch immer gerne was für meine Augenbrauen. Am liebsten habe ich ja das Grande Brow. Ich verwende für meine Wimpern das Grande Lash. Also ich habe euch hier natürlich die ganzen Codes und so weiter eingeblendet, weil bei Purish bekommst du mit meinem Rabattcode Claudis Welt 15% Rabatt. Ja, die Black Week ist jetzt ja vorbei. Das heißt, die Produkte sind vielleicht noch teilweise reduziert. Aber genau, das ist halt mein Rabattcode, den du immer so bekommen kannst, wenn halt nicht diese extrem mega hardcore Rabattaktionen sind. War aber leider nicht auf Grande Cosmetics, sonst hätte ich mir hart Nachschub besorgt. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass wenn ich Augenbrauen Serien verwende, dass das meinen Augenbrauen wirklich hilft. Denn ich hatte damals so Striche wirklich. Ich habe mir die halt verzupft. Ne? Ich bin halt 89 geboren, dementsprechend bin ich jetzt 32 Jahre alt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo ich in meiner Jugend war, war es volle Kanne in, sich einfach nur noch gefühlt 2 Haare da oben stehen zu lassen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn du jetzt so einen Trend hast, wo du wieder Bushy Brows trägst. Ne?
Also Leute, zupft euch nie zu viele Haare weg. Jedenfalls nicht da so, ne? Macht, was ihr wollt. Aber letztendlich, das würde ich gerne meinem damaligen Ich erzählen. Und hier haben wir dann wahrscheinlich so einen Rollerball oder sowas drin. Ja. Und ich habe aktuell auch ein Augenbrauenserum, was ich einfach mal austesten wollte von, das war in einem Rosenthal Adventskalender drin, von The Hair Company. Und das ist irgendwie schon ruckzuck leer geworden, habe ich mich mega drüber geärgert. Und ja, so 10 Milliliter drin, da ist so lange was von. Das ist jetzt weniger dafür da, also wenn ich das so, ne, Arganöl, dafür da, um halt wirklich krasses Wachstum anzuregen, sondern ich glaube, dass es mehr dafür da ist, um halt wirklich die Haare zu pflegen, damit sie halt nicht abbrechen oder sonst irgendwie ausfallen, ne? Aber ich werde es mal ausprobieren, da hat man lange was von, das muss man ja wirklich sagen. So, wow. Also hier habe ich jetzt schon das letzte Produkt aus der oberen Etage und das ist ein Haarprodukt von Christophe Robin, ein Regenerating Serum mit Prickly Pear Oil. Oh, ich vergesse mal, was Prickly Pear ist. Für die Haare. Das soll nähren und trockenes und geschädigtes Haar, 50 Milliliter. Ich mag Haarpflege. Ich weiß, bei euch ist letztens mein Haarroutine-Video nicht ganz so gut angekommen. Es tut mir leid. Ich habe da jetzt gerade die Marke Pomelo & Co. in Anwendung. Einfach, ja, mir gefällt es. Also, mir, ne, es macht halt auch echt gut was mit meinen Haaren. Und da bin ich auch gerade einfach glücklich drüber, dass es so positiv bei mir funktioniert. Denn ich wollte die Marke so oder so ausprobieren. Und dann habe ich eine Anfrage bekommen. Ne? Habe ich mich tatsächlich drüber gefreut. Ja, aber trotzdem, ich teste ja auch noch weiterhin andere Haarprodukte aus, so ist es ja nicht. Und ja, und das scheint dann wirklich so ein Haaröl zu sein. Gebe ich mir relativ selten in die Haarlängen, muss ich gestehen. Was ich aber denke, was man damit machen kann, ist, dass man sich das wie so eine Art Kur eingibt. Also quasi auch wie die Pomelo Haarkur, ne? Dass man sich das in die Haare reinmacht und dann halt einfach eine Stunde oder so drin lässt und dann halt danach seine ganz normale Haarpflege, also Haare waschen und so weiter durchzieht. Weil ansonsten ist bei mir oft das Problem, dass es zu, ja, zu fettig aussieht. Ja, ja, aber das ist ein Serum. Da muss ich wirklich nochmal gucken. Also das sieht auch sehr hochwertig aus. Das hier unten ist auch irgendwie Glas, was so Sand gestrahlt ist, ne? Finde ich sehr, sehr ansprechend. Ich muss jetzt mal wirklich mal die Konsistenz mir angucken, weil ich neugierig bin. Achso, das ist eher cremig. Gut, also das wird dann wahrscheinlich eher weniger so fettig sein. Kommt in meine Backup-Sammlung. Werde ich mal ausprobieren und euch dann mal was dazu erzählen. Aber das muss dann halt erstmal hinten anstehen, weil ich ja gerade, wie gesagt, in Pomelo & Co. Testphase bin. So, dann habe ich jetzt hier die unterste Schublade am Start. Und da fängt das Ganze schon mal an mit einem Produkt, was ich witzig finde, von Prei. Von Prei kenne ich persönlich eigentlich nur diese Hals- und Dekolleté-Creme, dieses lilane Pöttchen, was wir öfters mal so in Adventskalendern und so drin haben, ne? Und hier habe ich jetzt mal ein anderes Produkt von der Marke, 24K Gold, ja, Wrinkle Repair Cream, also eine Faltencreme. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten, eine faltenreduzierende Creme steht hier hinten auch drauf und ja. Das scheint dann aber eher fürs Gesicht zu sein, ne? Ja. Machst du auf dein gereinigtes Gesicht morgens und oder abends und am besten nicht über die Augen und das am besten auch mit einem Prei-Serum kombinieren. Ja, ist ein schöner Tiegel, mag ich gerne leiden. Auch das ist cruelty-free und ja, wirkt ganz charmant auf mich. Und so ein schönes goldenes Pöttchen. Ich stelle mir das ja auch so vor, dass man sowas halt dann ja auch zu Weihnachten verschenkt und dementsprechend mag ich dann ja auch, wenn man so hochwertiges Verpackungsdesign hat, Gold mit dabei und so. Auch dieses Weinrot von dieser Chest an sich finde ich einfach schön. Apropos Gold und dieses Weinrot, da haben wir hier auch noch was mit dabei. Das ist eine Schlafmaske von Glove. Satin Sleeping Mask und die fühlt sich wirklich schön an. Sleep like a queen and wake up as a goddess. Also schlaf wie eine Königin und wach auf wie eine Göttin. Das ist sehr, sehr weich. Kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass es sehr augenschonend ist. Auch dieses Bändchen macht einen schönen Eindruck. Also das ist eine tolle Schlafmaske. Wirkt sehr hochwertig auf mich. Und ja, das finde ich ganz cool. 100% Polyester. Aus Satin. Ist das wirklich Satin? Nein, Quatsch. Ich habe gerade 100% Polyester vorgelesen. Okay, nee. Ich habe... Gott sei Dank, ich freue mich da sehr drüber, überall Rollläden bei uns. Also wirklich in jedem, überall Fenster haben wir Rollläden und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ansonsten würde ich auch durchdrehen, aber wenn man das unter dem Aspekt sieht, dass man dann ja auch über die Feiertage irgendwo halt hinfährt und da halt vielleicht
nicht irgendwo Rollläden hat oder in einem Hotel schläft oder so, macht das auf jeden Fall schon wieder Sinn. Oder wenn man halt fliegt oder sowas, ne? Deswegen, also unter dem Aspekt finde ich das ganz cool. Ja, so eine Schlafmaske, ne? Und dann habe ich hier noch was riesig von 111 Skin Harley Scent London, eine Antioxidant Energizing Essence. Wow, 100 Milliliter. Von der Marke haben wir öfters mal so Masken auch mit dabei gehabt. Ich erinnere mich auch an diese Rose Gold farbene Verpackung und wo diese Frau drauf war, die so Striche auch im Gesicht hatte, wie halt das Gesicht so eingeteilt hat, ne? Ganz verrückt. Und ja, da muss ich irgendwie dran denken und auch an diese Augenpatches, die wir immer mal wieder so drin haben. Teure Geschichte war das bislang übrigens immer. Und auch das macht eine sehr, sehr hochwertige Eindrucksgeschichte. Ist nämlich hier auch wieder Milchglas und das würde ich jetzt tatsächlich verwenden wie ein Toner, also quasi nach der Gesichtsreinigung direkt aufs Gesicht geben, weil das halt eine sehr flüssige Konsistenz ist. Und je flüssiger ein Produkt ist, desto eher verwende ich das ja natürlich in meiner Pflegeroutine, ne? Ich arbeite mich ja quasi von Wasser zu Creme immer so weiter, ne? Und ja, das ist auch eine Essenz und da würde ich das für verwenden. Oder, dass man halt vorher einen Toner verwendet und danach dann die Essenz, je nachdem, wie man das halt so möchte in seiner Hautpflegeroutine. Da ist man ja auch ganz frei. Und hier steht auch drauf, dass du es morgens oder abends direkt nach der Reinigung verwendest und dann auf das Gesicht und den Hals gibst. Am besten mit einem Cottonpad, also Wattepad. Kannst aber auch mit den Fingern machen, ne? Also so ein Wattepad, das schluckt natürlich immer viel Produkt. Und das ist bei so einem hochpreisigen Produkt natürlich immer so eine Sache, wenn du da ein Drittel oder die Hälfte sogar von dem Produkt immer verschwendest, ist halt auch schade. Nö, aber an und für sich passt das ganz gut auch. Geil. Hier haben wir dann natürlich mein Lieblings... Nee, nicht ganz. Ich habe jetzt auch gerade nämlich von Ayeko einen Eyeliner drauf, ne, der auch hier Fullface Beautyboxen-mäßig unterwegs ist. Der hat so eine Pinselspitze, das liebe ich und ich habe es eben so hart gefeiert. Ich hatte Ewigkeiten, nämlich auch diesen Tatist hier und den habe ich gehasst. Den werde ich auch bald wegtun können, weil der will auch nicht mehr malen. Ich habe einfach keine 20 Jahre Augen mehr, sondern 32 Jahre Augen. Das heißt, ich habe halt auch ein paar Falten oder Fältchen. Und wenn ich mir dann Eyeliner mit Wink ziehen will, dann muss ich ja immer irgendwie mich durch die Falten und durch das Schlupflid durchwursteln. Und das ist gar nicht so leicht. Und deswegen habe ich mich immer sehr gefreut über den Ayeko Black Magic Eyeliner, weil der einfach so schön malt. Den finde ich so geil. Der gleitet so richtig an den Augen entlang und oh, lieb's. Und da hoffe ich, dass der hier auch so sein wird. Das ist der Ayeko Skinny Liquid Eyeliner Black. Ich glaube, der hat aber eine Schwämmchenspitze. Aber da hoffe ich trotzdem, dass der präzise malt, ne? Ah, müssen wir mal gucken. Also die Spitze sieht für mich jetzt gar nicht so skinny aus, wie der Name es sagt. Das ist doch relativ breit, ne? Aber naja, das muss ich mal ausprobieren. Wie gesagt, Fullface Beautyboxen, ne? Morgen. Ja, ein bisschen was haben wir hier noch. Also schon schön gefüllt, ne? Wenn man bedenkt, dass man das ja an der... in der Black Week für 72 gekriegt hat und ich die halt für 92. Alles easy. Also ja, eine Mascara. Sehr schön, denn die hätte mir tatsächlich auch noch gefehlt von Kevin O'Core. The Mascara, The Volume Mascara. 5 Gramm Black haben wir hier drin. Kevin O'Core ist natürlich eine super hochpreisige Marke. Da hatten wir letztes Jahr in der Beauty Chest auch ein Blush, glaube ich, drin. Ne? Das finde ich schön. Ne, so eine Mascara. Ich hatte mir nämlich eine andere hier hingestellt, dass ich die alternativ verwende. Schöne Verpackung, oh mein Gott. Ja, das ist schon ein schönes Design. Das kann man nicht anders sagen. Sieht sehr elegant und sehr edel aus. Oh, okay. Eine sehr kleine Kunstfaserbürste haben wir hier. Da bin ich mal gespannt, ne? Also man kann, wenn man, ja, damit halt sehr, da kannst du wahrscheinlich auch sehr präzise dann in deinen Innenwinkel reingehen. Oh mein Gott, das ist Metall. Das ist hier... nicht wirklich Plastik, also jedenfalls hier oben das Vieh, das ist so alles metallisch und alles sehr hochwertig und ich fühle mich so gerade so richtig etepetete, wenn ich das hier so auspacke. Ne, das mag ich leiden. Das wird, wie gesagt, ne, testen wir morgen mal aus und ich bin sehr gespannt drauf. Hätte ich jetzt nicht gerade schon 3 Schichten Mascara drauf, würde ich das gerne mal ausprobieren, aber nee, die ist alle gerade so, wie es ist, perfektement. Da habe ich übrigens, da werden sicher welche noch fragen, von Catrice, die Glam & Doll, Falses Lash Mascara, ist jetzt aus der Disney Princess Edition, die Belle Mascara. Hammermäßig. Und die Lidschatten, die ich drauf habe, sind von Twicey. Die habe ich letztens zugeschickt bekommen. Da teste ich mich gerade durch die selbst zusammengestellte Palette durch. Ich meine, dass ich
ja, heute, wenn das Video auch online geht, bei Instagram auch schon einen Post dazu gemacht haben werde oder noch machen werde, wo ich auch ein Close-up von dem Look mal zeigen werde. Ne? Ja, folgt mir da sehr gerne. Claudia heiße ich, genau, aber auf Instagram heiße ich AIDUIP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. So, ich weiß selber nicht mehr, wie ich auf Insta heiße. Ne? Mein Freund hat recht, ich muss mal meinen Namen ändern, aber irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie finde ich, egal. Jetzt habe ich hier noch einen Murat drin, das finde ich irgendwie witzig. Clarifying Oil-Free Water Gel, 47 Milliliter. Ja, ist einfach die dritte Etappe bei der Gesichtspflege, um Feuchtigkeit zu spenden. Ich kenne die Marke nicht. Ein klärendes, ölfreies Wassergel. Okay, würde ich dann, wenn sich, ne, von der Namensgebung her, würde ich das tatsächlich noch vor, sieht das geil aus, noch vor der generellen Gesichtscreme verwenden, weil ich kann mir nicht vorstellen, weiß ich nicht. Also hier steht auch drauf, du kannst darüber dann auch noch deinen Murat Sunscreen geben. Ist das ein Ersatz tatsächlich für eine Gesichtscreme? Ich arbeite wenig mit Gelen, weil Gele bei mir schnell dazu neigen, dieses Krümeln hervorzurufen. Ne? Und da ich dann gerne so eine Stunde, nachdem ich mich eingecremt habe, mich dann auch schminke, habe ich da immer echt meine Probleme mit. Das ist Hartplastik und hier oben kannst du so draufdrücken. Also sieht extrem fancy aus. Das ist bestimmt auch kein günstiges Produkt. Ich meine, Look Fantastic hat ja sowieso recht hochpreisige Produkte, was ich im Sortiment, aber halt, ne, so, sowohl als auch, ne, als auch so ein bisschen drogeriemäßig, aber schon etwas gehobener immer. Finde ich interessant. Ja, hab ich noch was hier drin? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das war es jetzt nur gewesen, ne? Aber Leute, wenn ich jetzt bedenke, dass ich dafür 92 Euro ausgegeben habe, bin ich sehr, sehr glücklich. 450 Euro Warenwert wurden ausgerufen, kann ich auch wohl glauben. Ich habe es aber trotzdem nochmal ausgerechnet anhand der Preise, die ich so bei Look Fantastic oder sonst irgendwo gefunden habe. Ich bin sehr zufrieden und ja, am Ende kannst du die natürlich auch noch so als, was auch immer, als Geschenkkiste weiterverwenden, als Schmuckschatulle, als, keine Ahnung, kannst auch dein Make-up drin aufbewahren. Dazu wäre es natürlich noch geiler, wenn die da oben einen Spiegel reingepackt hätten, aber weit nicht ist, kann er noch werden. Dann kannst du den Spiegel einfach reinmachen. Ne? Nö, also ich finde die jedes Mal aufs Neue ziemlich interessant und empfehlenswert. Ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal Richtung Weihnachten reinkommen wird. Fände ich ganz cool und praktisch. Wenn es jetzt ausverkauft ist, wäre es natürlich blöd. Ne? Aber trotzdem, die haben ja noch weitere Limited Editions immer mal wieder da Richtung Weihnachten, ne? Und ja, das war's jetzt auch hier von mir und der Look Fantastic Beauty Chest. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!